Wenn nichts Dramatisches bis zum Handelsschluss passiert, dann dürfte Fed-Chef Jerome Powell den US-Aktienmärkten, konkret dem S&P 500, zur bisher besten Woche des bisherigen Jahres verholfen haben, nachdem Jerome Powell angedeutet hat, gesagt hat, ja, wir wollen die Zinsen senken, im Grunde klar gemacht hat, im Juni dürfte es soweit sein und das, obwohl die Inflation wieder deutlich anzieht, obwohl die Märkte komplett heiß laufen, obwohl die Finanzkonditionen sich schon so massiv gelockert haben, als hätte die Fed die Zinsen nach wie vor bei Null belassen. Naja, kann man machen. Allerdings ist die Frage, wohin das dann führen wird, wahrscheinlich zu mehr Inflation, aber sei es drum, die Märkte feiern eine Party und wir wollen uns anschauen, wie die Lage derzeit ist jetzt vor dem Wochenende. Es geht ruhig zu heute an der Wall Street, es ist umsatzarm, es ist so ein bisschen auch nachrichtenarm, keine Konjunkturdaten heute groß aus den USA. Und auch nächste Woche ist nicht so wahnsinnig viel Berichtssaison weitgehend gelaufen. Man fällt jetzt so ein bisschen in ein Loch, auch dann nächste Woche ja verkürzte Handelswoche, weil auch in den USA der Karfreitag nicht gehandelt wird. Hier sehen wir das nochmal bildlich, wie sich der Jerome hier praktisch vor die Kurstafel des S&P 500 stellt oder die Heatmap. Um und bei 2% geht es nach oben in dieser Woche, heute der S&P weitgehend unverändert. Beste Woche in diesem Jahr. Imagine when they actually start cutting rates. Also was passiert, wenn sie dann die Zinsen senken? Weiß man nicht. Kommt immer darauf an, warum sie sie senken oder wie stark die Notwendigkeit ist zu senken. Wenn man schnell senken muss, weil eben die Dinge im Argen liegen, die Wirtschaft im Argen ist oder irgendwas anderes passiert ist, dann ist das nicht bullisch. Wenn es so ganz langsam homöopathisch passiert, das was die Märkte jetzt derzeit erwarten, dann ist das durchaus kein Problem für die Märkte und hier sehen wir ja, dass wir in der vorletzten Woche so massive Zuflüsse in die Aktienmärkte gehabt haben, dass man jetzt verkraften konnte, dass wir jetzt die größten Abflüsse aus US-Aktien seit Dezember 2022 hatten. Aber die Zuflüsse vorher waren größer. Und dann kam der Jerome und hat gesagt, also liebe Kinder, freut euch sehr. Ich werde euch noch mehr hier diese Party verschaffen, bis es richtig knallt, bis sozusagen der komplette Exzess dann auch wirklich stattfindet. Hier sehen wir ja, wenig Bewegung, wir sehen Banken eher negativ. Wir sehen Nvidia vor allem wieder, die Märkte zieht mit einem Anstieg von gute 3%, nachdem wieder 27.000 Analysten heute das Kursziel für Nvidia angehoben haben. Wir sehen Apple sogar leicht erholt, Google etwas stärker, aber eben auch einiges an Rot, aber nicht dramatische Verluste. Nike natürlich schwach heute nach den Aussagen gestern im Conference Call. Und wenn wir vorhin von Nvidia gesprochen haben, dann schauen wir uns mal einen Chartvergleich an zwischen Nvidia und Kakao. Kakao schießt ja auch komplett durch die Decke. Hier sehen wir eine 95%ige Übereinstimmung zwischen Kakao und der Nvidia. Also wenn Sie sagen, ich habe ja schon Nvidia, dann kaufe ich ja mal einen Kakao, nicht wahr? Dann haben Sie da einen ähnlichen Fahnenstangenchart, mit dem Sie sehr, sehr viel Freude haben werden. Und die Nvidia, die ist jetzt nur noch 300 Milliarden Dollar hinter Apple an Marktkapitalisierung. Und wenn Apple so weitermacht, dann könnte es bald nur noch die Nummer 3 sein, nämlich Apple und Nvidia Apple überholen. Hier sehen wir, Apple hat jetzt das nächste Projekt auf Eis gelegt. Man wollte für seine Apple Watch eigene Displays machen, hat man nicht geschafft. Das Apple Car ist beerdigt. Ich glaube, noch 5 andere Geschichten hat man jetzt aufgegeben, weil man es scheinbar nicht hinkriegt. Da hat man jahrelang Leute beschäftigt. Irgendwie klappt das nicht. Irgendwie ist Apple nicht mehr innovativ. Das ist praktisch so eine Art Coca-Cola mit ein bisschen Tech-Anschluss, könnte man sagen. Und hier sehen wir auch, dass man jetzt in China versucht, an Baidu anzukoppeln, um deren KI-Technologie in seine iPhones einzubauen oder in China anbieten zu können. In den USA soll das ja mit Googles Gemini passieren. Allerdings, nachdem jetzt gestern ja
das US-Justizministerium eine Kartellklage erhoben hat gegen Apple, dürfte das sehr schwierig sein. Dürfte wahrscheinlich auch vom Tisch sein, dass man da diese Partnerschaft mit Google eingehen kann. Also, Apple ist auf dem absteigenden Ast und die frühere Nvidia oder das, was heute Nvidia ist, das war früher Tesla. Da haben auch alle gesagt, oh, also die können gar nicht genug Factories bauen, so viele Autos, wie die Welt hier braucht von Tesla. So viel kannst du nicht bauen. Das ist derzeit das Narrativ auch derzeit bei Nvidia. Es wird bei Nvidia enden, wie es bei Tesla geendet ist. Nämlich, dass man jetzt zum Beispiel in China die Produktion drosseln muss. Man exportiert ja aus China sehr viele Fahrzeuge. Manche sind für den chinesischen Markt, aber viele auch für den ausländischen Markt. Und Leute wie Cathie Wood und so weiter, die ja gesagt haben, die kommen ja gar nicht hinterher. Kursziel 10.000, die werden durch die Decke schießen und es ist nicht passiert. Der Gebrauch der Elektrofahrzeugmarkt war hoch subventioniert. Je weniger er subventioniert ist, umso weniger funktioniert er jetzt. Genau das ist das Problem. Das ist bei Nvidia nicht der Fall, aber hier sehen wir, wie sich eben Märkte ändern und dass diese unfassbar euphorischen Potenziale, die man bei manchen Unternehmen sieht, dass die früher oder später in sich zusammenfallen. Bisher ist in Sachen KI jetzt auch noch nicht wirklich so der heilige Gral erfunden worden. Weder bei Microsoft noch bei Google kann ich jetzt irgendwie sagen, das ist der totale Game Changer. ChatGPT ist cool, klar. Aber ist es viel besser geworden? Weiß ich nicht. Hier haben wir nochmal die Produktionskürzung in China, aber man will trotzdem die Preise am 1. April um $1.000 anheben. Good luck, Tesla. Das wird den Verkaufserfolg noch maßgeblich weiter steigern. Und andere Dinge laufen auch nicht so richtig gut. Einzelhandelsaktien zum Beispiel. Schauen wir uns mal eine Puma an. Sehr schwach. Heute massiv unter Druck. Lululemon, kanadische Sportbekleidungshersteller. Nike, die heute unter Druck sind, minus 12%. Kering, also Luxusmarken wie Gucci, die sind auch im Minus. Also was sagt uns das, wenn sozusagen Einzelhandelsaktien so unter Druck sind, nicht wirklich gut laufen? Gute Frage. Jedenfalls die Märkte davon unbeeinflusst, vor allem kleine Spekulanten sind davon unbeeinflusst. Wir sehen, die sind all in im Markt. Hat es in der Dimension noch nie gegeben und das gilt auch für CTAs, also für Commodity Trading Advisor. Das sind Vermögensverwalter, wenn man so will, in den USA. Die sind extrem positioniert. Da darf nicht schief gehen, wird natürlich auch nicht schief gehen, weil es ist ja eh alles bullish, meine Damen und Herren, muss auch schon schief gehen. Vielleicht ein kleiner Government Lockdown. Naja, eher nicht, aber schauen wir mal. Jetzt hat das US-Abgeordnetenhaus die nächsten 1,2 Billionen an Government Funding Package freigegeben. 1,2 Billionen net slashed. Das Ganze geht jetzt an den Senat, der zeitnah jetzt auch zustimmen muss, sonst hätten wir einen Teil-Government-Shutdown in den USA. Hier mal eine Grafik, die zeigt, wie jedes amerikanische Kind verschuldet ist, nämlich in Relation zur Staatsverschuldung. Wer im Jahr 2023 geboren wird, ist mit $78.000 pro Kopf verschuldet oder entspricht pro Kopf dann die US-Verschuldung $78.000. Wenn dieses Kind dann 18 ist, sind schon 143.000 und wenn es 30 ist, 226.000. Also wir sehen das Ganze, das geht ungebrochen nach oben. Vielleicht auch deswegen hat der gute Jeromy versucht, Zinssenkungen in Aussicht zu stellen und dennoch sehen wir, dass der Dollar richtig gut performt. Das ist hier mal ein Wochenchart. Das sieht für mich irgendwie nach einer Bodenbildung aus, die sich dann nach oben auflösen wird. Also Dollarstärke, wie passt das mit den Zinssenkungen zusammen, die Jerome Powell hier in Aussicht stellt? Natürlich dürfte auch die EZB dann die Zinsen senken, also da werden sie sich wahrscheinlich früher oder später nichts tun. Aber dennoch sieht das irgendwie nach Dollarstärke aus. Morgen, wie gesagt, oder nächste Woche dann, wie gesagt, die PCE-Verbraucherpreise. Und in Sachen Dollar auch interessant, die chinesische Notenbank hat zugelassen, dass wir eine Riesenkerze hier sehen bei Dollar-Yuan, also der Yuan abgewertet hat. Ist das so eine Art heimliche Entwertung jetzt des Yuan?
Wir haben ja wieder, naja, sagen wir mal, sehr mäßige Daten aus dem Reich der Mitte gehabt. Es geht irgendwie nicht so richtig voran. Klar, solange der Immobiliensektor sich nicht erholt und Xi Jinping eine staatssozialistische Politik macht, wird es schwierig mit der Erholung. Und das versucht man jetzt offenkundig durch so eine inoffizielle Abwertung des Yuan ein bisschen aufzufangen. Kommen wir nach Deutschland. Der IFO-Index heute überraschenderweise besser. Und hier hat man seitens des IFO gesagt, es sei vor allem das Gewerbe, das ganz gut gelaufen ist oder das wieder viel mehr Hoffnung schöpft. Wir hatten gestern den Einkaufsmanager-Index aus Deutschland und da war Industrie miserabel, also Gewerbe wirklich schlecht mit 41, irgendwas, deutlich schrumpfend wieder zum Vormonat. Also das widerspricht sich. IFO oder Einkaufsmanager-Index, wer hat recht? Einer lügt oder einer erfasst es nicht? Keine Ahnung, jedenfalls widerspricht sich die ganze Geschichte. Aber endlich mal wieder Hoffnung, liest man heute für die deutsche Wirtschaft. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Bill Gross, ehemaliger Bond-Guru, ist ja jetzt im Ruhestand. Der spricht von einer exzessiven Übertreibung, excessive exuberance. Und das ist eine Anspielung an Worte, die der gute Alan Greenspan, ehemaliger Fed-Chef, 1996 gebraucht hat, in Beschreibung der gerade entstehenden Dotcom-Blase. Nicht, dass es da Ähnlichkeiten und Parallelen gibt zu heute, meine Damen und Herren, natürlich nicht. Aber auf jeden Fall hier erste Empfehlung, die ich Ihnen mit auf den Weg ins Wochenende geben möchte. Und die zweite, natürlich hat Europa noch sehr viel Rallye-Potenzial. In der Tat, die europäischen Märkte sind günstiger als die Amerikaner. Und hier hat eine Bank jetzt ein neues Rekordziel eingetütet, nämlich die Citigroup. Was davon zu halten ist, in diesem Artikel, also diese beiden Empfehlungen. Jetzt ein schönes Wochenende. Servus, ciao.